Liebe Studierende der Vorlesung Immaterialgüterrecht 2 oder, wie ich sie von jetzt nennen werde, Urheberrecht. Ich möchte in diesem kurzen Video Ihnen erklären, wie wir in diesem Semester die Vorlesung machen werden. Präsenzveranstaltungen finden keine statt und das bedauere ich bei dieser Vorlesung ganz besonders, weil sie zu meinen Lieblingsvorlesungen gehört. Was werden wir also tun? Wir haben uns am Lehrstuhl überlegt, dass wir die Vorlesung als Zoom-Videokonferenz anbieten werden. Jedenfalls in den ersten beiden Wochen. Wir werden dann schauen, ob das klappt. Und dann werden wir uns überlegen, gemeinsam mit Ihnen, ob wir in diesem Format festhalten wollen, ob wir uns etwa kleinere Veränderungen überlegen oder ob wir auf ein ganz anderes Format umsteigen. Dieses Semester gilt, was Vorlesung betrifft, ganz besonders der Grundsatz: experimentieren, evaluieren, verändern. Was ist also der experimentelle Teil? Wir möchten diese Vorlesung in Form einer Zoom-Videokonferenz durchführen. Wir hoffen, dass Sie daran Interesse haben und wir hoffen, dass sich eine signifikante Anzahl von Ihnen an dieser Zoom-Video- und Audiokonferenz beteiligen kann. Wir werden auf der E-Learning-Plattform jeweils die Links dazu einstellen, sodass Sie einfach mit einem Link daran teilnehmen können. Sie entscheiden, ob Sie per Audio oder per Video zugeschaltet werden. Ich ermuntere Sie, das per Video zu tun, damit ich die Möglichkeit habe, zu sehen, ob das, was ich gerade erzähle, bei Ihnen auch wirklich ankommt oder ob Sie nur Bahnhof verstehen, weil ich nur von Zügen spreche. Wenn Sie Fragen stellen während dieser Videokonferenz, haben Sie jederzeit die Möglichkeit, von einer Videokonferenz auf eine Audiokonferenz umzuschalten, um eine bestimmte Teilanonymität zu wahren. Sie können auch Fragen in einem nebenbei laufenden Chat stellen, den ich im Auge haben werde und auf den ich dann eingehen kann zu bestimmten Segmenten in der Vorlesung. Wir werden die Vorlesung dieses Mal so gestalten, dass ich in einem ersten Teil stärker unterrichtend vorgehe, wo ich die Grundzüge des Problems vorstelle, wo ich einführe und das so gestalten werde, dass alle aus diesem sehr heterogenen Kreis daran mitwirken können und es was für alle ist. Ich werde dann eine kurze Fragerunde anschließen und dann in den zweiten Teil der Vorlesung eingehen, den ich speziell für die Jurastudierenden konzipiere, wo wir also über bestimmte juristische Probleme intensiver nachdenken werden, als ich es sonst tue. Normalerweise in der Vorlesung kann man das vor Ort etwas flexibler gestalten. Für Videokonferenzen halte ich es aber für sinnvoller, dass wir stärker strukturieren zwischen den einzelnen Gruppen. Sie werden, wenn Sie nicht an der Zoom-Audiokonferenz teilnehmen können oder nicht wollen, dann besteht die Möglichkeit, dass Sie sich die aufgezeichnete Videokonferenz über die E-Learning-Plattformen downloaden oder streamen können. Sie haben also die Möglichkeit, jederzeit an dieser Vorlesung teilzunehmen, sei es mehr aktiv im Rahmen der Zoom-Videokonferenz, sei es als eher passiv Beteiligter im Rahmen des Streamings oder Downloads. Ich ermuntere Sie wirklich nachdrücklich, von der ersten Möglichkeit Gebrauch zu machen. Dadurch haben Sie nämlich die Möglichkeit, einzusteigen, mit mir zu diskutieren, mir Feedback zu geben und ich kann Ihnen helfen, den wirklich spannenden Stoff besser und schneller zu verstehen. Wir werden, wie ich bereits gesagt habe, nach 2 bis 3 Wochen dieses Format evaluieren und dann schauen wir, wie wir damit weitermachen werden. Eine besondere Bemerkung für die Nicht-Jura-Studierenden. Ich kann Ihnen garantieren, dass wir auf jeden Fall eine Prüfungsleistung in diesem Semester anbieten. Ob das jetzt eine schriftliche Klausur sein wird, ob das jetzt eine andere Form von Prüfung sein wird, das müssen wir noch herausfinden. Aber seien Sie versichert, alle, die im Bachelor- oder Masterstudiengängen drin sein werden, wir werden sicherstellen, dass Sie einen Leistungsnachweis bekommen. Für diese Gruppe werden wir auch eine eigene kleine PÜ bereitstellen, wo Sie den Stoff, den Sie für Ihre Prüfung brauchen, nochmal in konzentrierter Form zusammen mit einem Mitarbeiter von mir wiederholen können, dass wir Sie optimal auf diese Prüfung vorbereiten können. Für die Schwerpunktbereichstudierenden, viele von Ihnen werden am Ende die Schwerpunktbereichsklausur schreiben. Dazu werde ich Ihnen noch bei gegebener Zeit weitere Hinweise geben. Und Sie können aber auch hier auf uns vertrauen. Wir werden die Schwierigkeit der Situation in Rechnung stellen und wir werden Lösungen finden, die angemessen und vor allen Dingen auch fair sind, fair auch Ihnen gegenüber als Studierende, dass Sie diese Situation gut meistern können. Ich hoffe sehr, dass wir uns alle am Mittwoch
um 18 Uhr in der Zoom-Konferenz sehen. Ich freue mich sehr, viele neue Gesichter von Ihnen kennenzulernen. Und ich bin sicher, dass wir gemeinsam auch in diesem etwas schwierigen Semester, aber mit einem sehr tollen Stoff, auf die Reise ins Urheberrecht uns begeben werden. Vielen Dank.